Hallo ihr lieben Fische, hier kommt euer Sternzeichen-Update für die Fische, das Kollektiv der Fische. Schau einfach, ob das was für dich ist. Es kann nie auf alle passen, denn es stellt immer nur eine bestimmte Situation dar. Ja, und für die lieben Fische habe ich hier die Vollmondqualität. Hier geht es um den Abschluss von den Dingen, hier geht es um Leidenschaft, Kraft und unten habt ihr noch das vierte Haus. Das vierte Haus ist ein Haus des Elementes Wasser, da gehört ihr dazu. Es geht um Familie, Ahnen und Heim und von den Sternzeichen her Fische, Krebs und Skorpion. Und jetzt schauen wir mal, was ich euch hier mitteilen darf. Ja, hier liegt schon der Erfolg und das Aufblühen für euch dabei. Die Möglichkeit, irgendwie durch ein Geschenk, durch ein Treffen, durch irgendwelche Sachen, die euch auf den Weg geschmissen werden, euch neue Türen zu öffnen. Ein Aufblühen von Erfolg auch. Ein Gefühl, mit dem du dich sicher fühlst. Und hier hast du auf der bewussten Ebene, lieber Fisch, die Sense drin. Du machst dir vielleicht Gedanken um Trennungen aus der Vergangenheit, um Wunden, die dich immer noch beschäftigen, um Schnitte, die du machen musst, um Dinge, die dich überfahren haben, die plötzlich kamen, die mit dir auch irgendetwas gemacht haben, ne? Und hier hast du in der Mitte die gute Ausgangssituation, dass sich etwas in deine Richtung dreht. Die Plötzlichkeit des Lebens ist dir hier bewusst, ne? Wenn das Leben plötzlich eine andere Richtung aufnimmt, eine andere, wie nennt sich das, Qualität kriegt, weil es irgendwo einschneidet. Und es geht bei dir ein bisschen mit drum, ein bestimmtes Schicksal aus deiner Vergangenheit auf einen guten Weg zu bringen. Du hast hier die gute Qualität von einem Kreuz, das du ablegen kannst, einer Wunde, die genesen ist, einem Schmerz, der nicht mehr so zwickt und zwackt. Auch die Schwere der Vergangenheit, ne, wir haben ja hier den Abschluss von irgendetwas. Das zeigt sich hier sehr schön. Nenne es eine schicksalshafte Erleichterung auch. Ein schicksalshaftes Geschenk, das dir hier vor die Füße geworfen wird, ne? Das verbunden ist in der näheren Zeit mit, ja, Optionen, die du nutzen kannst, neuen Möglichkeiten, Entscheidungen auch, die anstehen. Du hast hier eine sehr kreative Energie auch in dir, die du gerne nutzen kannst. Oder die Karten sagen, es gibt Möglichkeiten, die Dinge kreativ zu lösen. Und aus der eigenen Sicht hast du hier vielleicht tatsächlich, wir haben die Familienkarte, ne? Hier mit dem vierten Haus das Thema Familie, Ahnen, wo du hier eine Last ablegen kannst oder wo du ein Schwert niederlegst oder einen Kampf beendest. Vielleicht kommt auch viel Bewegung in dein Umfeld oder aus deinem Umfeld raus und es kann ja auch sein, dass du mit deinen Wurzeln konfrontiert bist oder dass du dir die Dinge, die Wege, die Optionen, die hier anstehen, auf längere Zeit wieder mit Wachstum anlegst. Es geht hier auch um Dinge, die sehr lange dauern, die lange schon in deinem Leben waren. Und es geht auch darum, welchen Weg wählst du, damit du dich relativ gut damit fühlst? Also sprich, was kannst du leisten und was nicht? Und es fließt hier in deine Entscheidungen mit ein. Irgendwo gibt es einen Konflikt. Das kann damit zusammenhängen, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Oder auch welchen Weg man geht. Ein Konflikt, den du an sich mit dem Leben hast. Vielleicht auch die Sache, dass eine Veränderung
Konflikt mitbringen könnte. Ja, und hier hast du entweder dein Gegenüber oder eben den gebenden Teil in dir. Es kann ja auch eine partnerschaftliche Sache sein, eine Trennung, die überwunden wird, eine neue Person, die auf dem Weg zu dir ist. Und es kommt sehr viel auf dich selbst an, ne? Inwieweit du eben in Chancen investierst oder sie vorüberziehen lässt. Halt die Augen offen, lieber Fische, Geborener, denn hier liegt tatsächlich ein schicksalshaftes Geschenk für dich. Und damit kannst du etwas zum Abschluss bringen und erneut dein Kraftfeld aufbauen. Also dein Feld, wo die gute Energie herkommt. Guck mal, die beste Zeit ist jetzt für dich. Und es ist auch die beste Zeit, um sich mit allem verbunden zu fühlen, so wie es eben nun mal ist. Wir können das Außen nicht anhalten. Wir können dem Schicksal nicht in die Karten spielen, sondern das spielt uns in die Karten. Und da ist eben dieses Gefühl von, es ist okay, so wie es ist. Ich kann die Dinge annehmen, ein Teil von dem, was die Karten dir hier mitteilen. Wenn man all eins ist, dann ist man auch verbunden mit allem. Man fühlt sich okay, man hadert nicht rum. So, guck mal. Hier hast du noch den Baum gekriegt, den Apfelbaum, ne? Hier hast du den Baum und du hast hier die Qualität von Wachstum, ne? In der Mitte hast du den Sommer, die Sonne, was jetzt keine Zeitangabe sein soll, sondern nur eine energetische Qualität, die dir hier in deiner Legung zur Verfügung steht. Und bei der Karte geht es schon verstärkt um Wachstum und um Vitalität und Erfolg, Fülle, Leidenschaft. Heißt aber für dich, und deshalb haben wir ja auch die gebende Kraft, dass du dich nicht zurücklehnst und wartest, bis irgendwas passiert, sondern dass du investierst von dir, dass du in Richtung deiner Träume strebst, damit du auch eine Belohnung erhalten kannst. Setz dich nicht auf die Warteposition oder mach's dir so arg gemütlich, sondern pflege deine Saat sozusagen, ne? Tu, was damit Wachstum entstehen kann. Es geht ja auch ein bisschen um unterdrückte Gefühle. Es kann sein, du fühlst dich etwas ausgelaugt, weil du dich zurücknimmst, anstatt dich auszusprechen. Kümmer dich um dich, mach Dinge, die dir Freude bringen. Und in der Sommerzeit steht normal die beste Energie zur Verfügung. Man hat Licht, ne? Man hat Sonne, man hat Wachstum. Und die Karte sagt dir, arbeite jetzt ein bisschen was an deinen Themen, dann wirst du hier später eine gute Ernte einfahren. Und zwar auch auf eine langfristige Zeit. Was sagt euch das Engelchen noch? Der Kopf denkt, der Bauch lenkt und das Herz weiß es. Also sei eine Einheit mit allem. Auch mit dir selbst. Ich wünsche dir ein wunderschönes, schicksalshaftes Geschenk, aus dem du deinen Wachstum ziehst und dich mit allem verbunden fühlst. Ich drücke dich und bis bald.